Ja, hallo. In diesem Video geht es um komplexe Nullstellen von höheren Polynomen. Ja, ein Polynom habe ich mal hier hingeschrieben. Das ist das Polynom z hoch 4 plus z hoch 3 plus z Quadrat plus z plus 15. Ja, also dieses z ist eine komplexe Zahl x plus i mal y. Gut, wir betrachten dieses Polynom mit verschiedenen Definitionsbereichen. Zunächst einmal wählen wir die reellen Zahlen. Das heißt, mein z hat jetzt hier keinen Imaginärteil, der ist gleich 0, und mein z wird also zu x. Dann habe ich das Polynom x hoch 4 plus x hoch 3 plus x Quadrat plus x plus 15. Ja, und das sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier die reelle x-Achse, das ist diese hier. Und jedem Punkt auf der reellen x-Achse wird ein Funktionswert zugeordnet durch diese Funktion hier oben. Ja, und dann ergibt sich hier eben diese Kurve. Ich kann die mal drehen, dann können wir uns die angucken. Ja, also das ist eine Kurve. Die könnte man auch zweidimensional zeichnen, natürlich. Ja, die geht hier runter, dann ist hier so ein Tiefpunkt. Dann geht es leicht berghoch bis hier und hier geht es jetzt wieder steil berghoch. Ja, und die habe ich jetzt eben mal räumlich gezeichnet oder zeichnen lassen. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir erweitern den Definitionsbereich. Ja, also dieses Polynom soll jetzt nicht mehr hier auf der x-Achse definiert sein, auf der reellen x-Achse, sondern auf der gaußschen Zahlenebene. Ja, also für alle Zahlen z, auch welche mit Imaginärteil. Ja, die ganze gelbe Ebene, also die ganze gaußsche Ebene, ist jetzt unser Definitionsbereich. Und jedem Punkt in diesem Definitionsbereich wird ein Wert zugeordnet durch dieses Polynom. Ja, und das blende ich jetzt mal ein, wie das aussieht. Das ist dann eine Fläche. Ja, also ich drehe das mal ein bisschen. So, ihr seht hier noch in Schwarz. Ja, die x-Achse, die reelle x-Achse und die Funktion, die wir gerade hatten, das ist hier diese schwarze Kurve. Ja. Das ist hier dieses Polynom praktisch mit reellen Definitionsbereich, das ist diese schwarze Kurve. Und wenn ich den Definitionsbereich erweitere, also nicht nur diese schwarze reelle x-Gerade nehme, sondern die ganze gaußsche Zahlenebene, dann erhalte ich eine Fläche. Ja, und diese Fläche, die hat jetzt etwas, das hatte diese Kurve, diese schwarze Kurve hier oben nicht. Die hat nämlich Nullstellen. Ja, also die schwarze Kurve, ich kann das ja nochmal zeigen. Die schwarze Kurve hat keine Nullstellen. Ja, die kann ich drehen, dann sieht man das. Das ist keine Nullstelle da. Ja, die schneidet nicht die gelbe gaußsche Ebene. Ja, aber hier die Fläche, die hat Nullstellen. Und die kann ich auch angeben. Eine ist hier, eine ist hier, eine ist hier. Da haben wir schon drei und die andere hängt da hinten. Da muss ich das Ganze mal ein bisschen drehen. Da hinten ist die vierte. Ne? Das war die vierte. Ja, also 1, 2, 3, 4. Ja, das müssen ja auch vier sein. Warum? Wegen dem Fundamentalsatz der Algebra, der sagt eben, jedes Polynom hat im Komplexen genauso viele Nullstellen, wie der Grad des Polynoms ist. Und hier habe ich eben ein Polynom vierten Grades, also habe ich vier komplexe Nullstellen. Ja, die sind komplex, sonst wären die ja hier auf dieser schwarzen x-Achse, ja, auf der reellen x-Achse. Ja, da sind sie allerdings nicht, also sind die komplex. Ja, die sind übrigens auch nicht imaginär, das sieht man von der Seite. Ja, die haben auch ein Realteil. Also Realteil und Imaginärteil, das sind also richtige komplexe Zahlen. Gut, auch hier wieder der Hinweis, was ich hier überhaupt gezeichnet habe. Also die schwarze Kurve, ne, das ist dieses Polynom hier, wenn z gleich x ist und der Imaginärteil ist 0. Ja, aber die rote Fläche, das ist nicht dieses Polynom. Ja, habe ich zwar gerade so gesagt oder so getan, aber das ist nicht dieses Polynom. Ja, das kann ich nämlich gar nicht zeichnen. Komplexe Funktionen kann man ja gar nicht zeichnen, sondern das ist der Betrag,
dieses Polynoms hier, dieser Polynomfunktion. Ja, ich kann ja den Realteil eines Polynoms zeichnen, den Imaginärteil und den Betrag, und ich habe den Betrag genommen. Warum? Weil ich die Nullstellen suche. Und die Nullstellen einer Funktion sind genau die Stellen, wo der Betrag dieser Funktion gleich Null ist. Ja, der komplexe Betrag. Also habe ich mir einfach den Betrag zeichnen lassen. Ja, und da, wo der Betrag 0 ist, also hier, hier, hier und hier an diesen vier Stellen, da hat natürlich auch die Funktion den Wert 0. Also, ich fasse nochmal zusammen. Eine komplexe Zahl ist genau dann gleich 0, wenn ihr Betrag gleich 0 ist. Und weil diese Funktionswerte f von z ja auch nichts anderes sind als komplexe Zahlen, kann ich auch sagen, ein komplexer Funktionswert ist genau dann gleich 0, wenn der Betrag des komplexen Funktionswertes gleich 0 ist. Ja, und das war eben der Grund dafür, dass ich den Betrag der Funktion ausgedruckt habe. Ja, also nicht den Realteil der Funktion, nicht den Imaginärteil, sondern den Betrag der Funktion f von z. Ja, so komme ich also an die Nullstellen. Die Nullstellen des Betrages sind auch gleichzeitig die Nullstellen der Funktion. Ja, damit sind wir am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.